Hallo, da ist mal wieder euer Sperrers zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Wir haben das letzte Mal ja uns so eine Uniform gegönnt und sind jetzt mit dem Vater hier unterwegs in irgend so einem Lager. Manager Min George konfrontieren. Ob das so eine gute Idee war, dem Vater zu vertrauen oder ob er uns hier in eine Falle lockt. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Ah ja, ist auch ein Es muss Schlösserknacker. befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut dir leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Ja. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Ja, durchaus. Und deshalb will er Church. Und naja, Lee ist sein Benjamin Hauptziel. Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Naja. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Da bin ich mir nicht so sicher. Prinzipien immer wichtiger als Profit. Oh, weia. Euer kleines Reich genau deswegen. Kleines Reich? Die USA? Naja. Traum hattet ihr da. So wollen noch. Nie mehr als nur ein Traum. Ach, alten Glauben festhalten. Wie dieses Halbblut kämpft. Wie ein wilder Hund. Naja. Mal lieber zum Schweigen, na Junge. Komm schon, greif doch mal an. Na also, einer weniger. Lass sie nicht entkommen. Zap und zap. Den Indianer auf. Schnappt sie euch. Wieso habe ich auf einmal nur noch so wenig Leben? Na komm. Na komm. So. Und du auch. Und jetzt noch den da. Die Wurfpfeile sind echt cool. Und dich auch noch. So viel. So damit. Wo ist Church? Ich sag's euch. Alles, was ihr wollt. Aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Feuer mal wieder. Oh nu. Oh nu. Aus der Brauerei entkommen. Na dann entkomm doch hier. Was machst denn du da? Hier raus. Ja, was du schleunigst. Da scheint es nicht hochzugehen. Aber hier doch. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Ach, wo denn jetzt lang? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ach, hier lang. Na komm schon, hier lang. Außenrum. Außenrum. Und
Da, komm, hochziehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ei, ei, ei. So, keinen nah, Schaden durch. Naja. Kommt zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Wo soll ich denn bitte jetzt lang? Wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Wo soll ich denn jetzt bitte lang? Ist es magisches Gold vielleicht? Wie das aus dem geschwommen wurde? Geht da. Ihr schützt euch vor den Flammen? Ich dachte, ihr wärt so siegesicher. Warum rennt ihr dann vor uns weg, ne? Okay. Die Angst, die Panik. Der hat sich sogar nass gemacht. Was redet denn der eigentlich die ganze Zeit? Ich bin doch schon da. Ah ja. Gut. Hat er seinen Vater gerettet? Da ist er ihm wohl was schuldig. Aber der hält ja eh keine Versprechen. So, und wo sind jetzt die Schlossknau. Die Schloss. Aufbrechkünste? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite. Ja. Wasser! Jetzt wissen wir es. Und wo ist der Gute? Ja, habe ich doch gesagt, jetzt wissen wir es. Das Wasser schaut ja seltsam aus. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Ein Schiff, ja. Wir haben ein Schiff. Bei unserem Dorf. X. Und immerhin haben wir das andere. Nur weil wir da kurz gegen das Feuer gelaufen sind. Gut. Sind wir immer noch hier in der Verkleidung. Schaut irgendwie etwas seltsam aus. Das sollte wieder sein anderes Zeug anziehen. Nordbezirk Templar. Okay, das hier ist also das Schiff. Dann interagieren wir. Sollen wir? Und der Sohn darf wieder rudern. Na dann. Gut, jetzt hat er immer wieder das andere an. Ja. Ich würde gerne mal wieder irgendwo hingehen. Ah, karibische See. Karibik. Wie kommen denn wir hier auf einmal hin? Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Naja. Wo jetzt hin? Limit der Schaden durch die Umgebung. Er hat uns nie enttäuscht. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Doch. Ich hab da so ein Fort. Mehr, als du glaubst, Vater. Kuhdrücken, um Segel zu reffen und die Manövrierfähigkeit zu verbessern. Ah ja. Halbes Segel! Halbes Segel! Verdammt! Komm schon, vorwärts! Ja! Wer sagt's denn? Das kann doch nicht so schwer sein hier durch. Zu segeln und nach links. Wir sind doch schon auf halbem Segel. Wieso steht denn der Hinweis da immer noch? So, sehr schön. Und wo lang jetzt? Schiff ahoi! Oh. Ist das die Welcome? Hey!
und sie geht vor Anker. Okay. Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Ja, die Segel sind gesetzt. Wir segeln mit voller Fahrt drauf zu. Sieht aus, als wäre das Schiff verlassen. Wahrscheinlich nur ein Hinterhalt. Immer ein gerissener Bastard. Feind voraus! Sie versuchen zu fliehen! Dann ihnen nach! Wir brauchen mehr Fahrt! Volles Segel! Wir haben doch schon volles Segel, du Vollpfosten. Runter auf halbes Segel! Aber ich würde erstmal halbes Segel nehmen, um hier überhaupt außen rum zu kommen. Na, wer sagt's denn? Wir sind nicht mal angeeckt. So, jetzt nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und volles Segel. So. Was Limit für Abstand zum Schoner? Was denn jetzt schon wieder? Ich hab mein Bestes gegeben. Wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht? So wie du segelst. Was ist denn? Wo kommt denn der Sturm auf einmal her? Weniger Knoten! Halbes Segel! Volles Segel! Was? Jetzt hat er es schon wieder gedreht. So geht das doch nicht. Na komm schon. Wir haben immer noch das Limit mit den Schäden. Sieht bis jetzt ja schon mal ganz gut aus. Ja, die ganze Zeit, was dreht denn der scheiß Wind hier ständig? Ja, das ist aber schwer bei den Kreuzwinden hier. Nicht schon wieder. Na also. Aber dass wir nur, weil wir nur kurzzeitig 500 Meter weit weg waren, haben wir gleich das Ding fast. Verdammt. Aber das waren zum Glück noch keine 20%. Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt. Können diese Winde denn irgendwann mal aufhören? Na, am Ende locken die uns jetzt wieder in eine Falle oder was? Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Was glaubst denn du, was ich hier mache? Ich habe hier die meiste Erfahrung. Alle setzen! Alle Segel! Nicht schon wieder. Sie fährt zwischen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außenrum. Außenrum. Verdammt, wir verlieren ihn noch. Außenrum. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Starke Strömung. Na. Oh. Ja, mein hat's nicht getroffen. Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Church, nutzt den Angriff als Deckung! Versenkt ihn, bevor er fliegt ist! Schick den Bastard auf den Meeresgrund! So. Das hätten wir schon mal erledigt. Das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig. Welches Schiff denn jetzt? Was ist denn eigentlich mit den Kleinen? Können wir die damit hier fahren? Oh, die sind beide kaputt. Verdammt, die Schiffe sind dahinter. So wird das doch nix. Lass Church nicht entkommen! Oh, weia, und jetzt? Erhalten. Kettengeschoss. Kettengeschosse laden! Geschosse wechseln! Noch nicht Kettengeschossladen, noch mehr! So, was war das jetzt mit den Kettengeschossen? Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Was ist denn jetzt unser Ziel? Schieß! Okay, das Ding ist versenkt. Das geht nicht, Captain! Okay. Jetzt müssen wir hier drehen und die Masten. Er ist so gut wie weg!
zum Feuern! Na komm schon. Der trifft uns nicht. Der trifft uns nicht. Aber wir müssen ihn treffen. Komm schon. Oh, das ging ja kräftig daneben. Die Salve ging vorbei, Captain. Negativ! Sind nicht bereit! Feuer frei! Was ist denn jetzt damit gewesen? Wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran, wir müssen näher ran. Das wird doch so nix. Komm schon. Vielleicht mal mit halbem Segel. Verdammt, das war ein Schalter. Das war ein Volltreffer. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, 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 oh. Das war schwer, schwer und schwer. Ach ja. Wieso habe ich denn nur nicht getroffen? Okay. Aber an dieser Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter. Hoffentlich etwas erfolgreicher. Ich hoffe mal wieder, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir hier mit dem Seegefecht es noch einmal probieren. Wir sehen uns dann da. Bis dahin. Tschüss.